Laura Gut, letztes Jahr Gesamtweltcup-Siegerin. Dieses Jahr auch wieder. WM ist ja ist das Ziel, da eine Goldmedaille zu holen, oder macht ihr da noch gar keine Gedanken? Mein Ziel letztes Jahr ist eigentlich schnell Ski zu fahren. Und das ist genau das Gleiche für nächstes Jahr. Also, ich nehme eigentlich Tag pro Tag. Und das Gesamt wird eigentlich erst im März verteilt und Goldmedaille erst im Ziel. Bei WM. Und das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist eigentlich, wie ich fahre. Und von dem her, ich arbeite eigentlich täglich auf das, auf Technik, dass ich mich weiterentwickeln kann. An St. Moritz hat er eine sehr gute Erinnerung. 2008, der erste Podestplatz damals. Der wird jetzt ein Sieg geben, oder, in der Weltmeisterschaft? Wie gesagt, das gehört mein erstes Ziel. Also, was ich machen kann, ist eben, probieren, schnell Ski zu fahren. Und das sehen wir eigentlich. Es geht mir gut und ich probiere täglich eben vorwärts zu gehen. Wie sieht es im Slalom aus? Das ist ja die schwächste Disziplin. Habt ihr da Fortschritte gemacht? Habt ihr da speziell trainiert jetzt im Sommer? Es ist nicht mein Ziel, eigentlich Slalom die Kugel zu holen. Also, ich fahre Slalom, weil mir ein super Kombi und es hilft mir eigentlich in die andere, alle anderen Disziplinen. Also, mein Fokus liegt in den anderen vier Disziplinen. Und sicher, ich durfte mit den Slalomfahrerinnen trainieren und das hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. Aber es ist eigentlich das gesamte Bild, also täglich Schritt vorwärts zu machen. Ihr seid ja viele Leute in den Medien. Wie geht ihr mit dem Rummel um? Alle wollen etwas von Journalisten, Fans, Zuschauer. Ist das mühsam? Ich gebe mein Bestes, dass es jeden Tag gut kommt. Und wir leben auch von dem. Also, ich habe Sponsoren, auch dank der Aufmerksamkeit von den Medien. Und wenn man gut zusammenarbeitet, dann es kommt es eh gut für beide. Und, es ist, also, ich habe nur 24 Stunden pro Tag und dann muss ich schauen, dass ich alles richtig planen kann. Aber ja, ich habe Spass an der Sache, ich gebe mein Bestes auf Ski. Nebenbei ein Kraftraum und wenn ich vor den Medien stehe, ich probiere auch, mein Bild weiterzugeben. Was ist das schlimmer, im Kraftraum zu sein oder auf Journalisten Fragen zu beantworten? Ich finde, es ist nicht das Schlimmste, es ist Teil des Jobs. Ich gebe mein Bestes.